Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder. Also, es wurde wieder mal ein Diktator gestürzt. Christian Wulff ist zurückgetreten. Und schon wieder sitzen die Dümmsten der Linken zusammen und freuen sich darüber, dass sie jetzt einen Gauk haben, der schon in den Startlöchern sitzt. Einen Gauk, der früher selbst für das Ministerium der Staatssicherheit tätig war und einige ja, besondere Vorzüge genossen hat im DDR-Regime, was auch die Ausreise anging und so weiter. Und dieser schon immer Antikommunist gewesene, ganz große Widerstandskämpfer, der meint, dass Demonstrieren und soziale Proteste albern sind und eigentlich Hartz-IV-Empfänger, wie soll man sagen, er unterscheidet sich eigentlich nicht groß von Sarrazin, den er ja auch verteidigt in vielen Fragen. Also, Leute, Gratulation, ihr habt einen Diktator gestürzt und bekommt jetzt einen Demokraten, der wie Gauck, der was gegen Muslime, Arme und soziale Bewegungen hat. Das habt ihr mal wieder toll hingekriegt. Na super. Was habt ihr eigentlich gegen die Bild-Zeitung? Ihr Möchtegern Linken. Ihr spielt doch auf demselben Niveau. Oh, das böse Häuschen vom Wolf. Naja, egal. So, also. Es stehen natürlich Gegenkandidaten an. Und also von der Auswahl, die ich bis jetzt gehört habe, ist Norbert Lammert von dem, was das parlamentarische System so anbietet, der Beste. Er ist ein fairer Mann. Er ist immer überparteilich und einigermaßen korrekt gewesen. Also da kann man nichts sagen. Ich glaube, den kann man auch nichts für grobe Schweinereien der Banken und so in Zukunft gebrauchen. Er wäre also genau das Richtige. Er hätte mehr Rückgrat wie Wolf. Er ist erfahren in überparteilichen Sachen als Bundestagspräsident. Aber es hat leider kein Georg Schramm, der sich ja letztes Mal schon ins Gespräch gebracht hat. Und Georg Schramm sollte meines Erachtens von den Linken wirklich aktiv unterstützt werden. Ja, liebe Leute, dies ist ein Aufruf, Georg Schramm zum Bundespräsidentenkandidat der Partei Die Linke zu machen. Wirkt in euren Kreisverbänden, in den Landesverbänden und so weiter darauf hin. Georg Schramm wäre ein Präsident, den diese herrschende Klasse verdient unter den derzeitigen Bedingungen und der realistisch ist, als linker Kandidat aufgestellt zu werden. Die Linke hätte durch Georg Schramm auch den Vorteil, weit mehr Stimmen und Wahlmänner zu ziehen, als ihr zustehen würden nach Parteienproporz. Also, gebt euch einen Ruck, unterstützt Georg Schramm. Und macht euch auf was gefasst, wenn er tatsächlich Präsident werden sollte. Dann wird vielleicht Deutschland nicht unbedingt mehr lebenswert als jetzt, aber unterhaltsamer. Und zwar politisch unterhaltsamer im Sinne einer linken Opposition. Er ist ja auch demonstrieren gegangen für Stuttgart 21. Also gegen Stuttgart 21 natürlich. Also genau der richtige Mann für diesen Job, den die Linke aufstellen kann. Bitte keine Langweiler mehr und Berufspolitiker. Ja, das ist der Bundespräsident. Der Bundespräsident muss in erster Linie unabhängig sein und auf der Seite des Volkes stehen. Also. Wähl Schramm.